Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Abschluss Devisenradar für diese Handelswoche am 27. Januar. JFD grüßt und Chris Kämmerer ebenso und er. Und wir wollen heute zum Wochenabschluss auf den Aussie schauen. Hier das Währungspaar Australdollar gegenüber US-Dollar, der sich unlängst aufmachte, hier schön nach oben zu laufen, eine graduelle Performance abzuliefern. Und um uns hier einen Gesamteindruck zu verschaffen, schauen wir einfach mal auf den Wochenchart. Der uns hier zeigt natürlich übergeordnet Dollarstärke, Australdollar-Schwäche, auch Leitzinssenkungen hier in Australien ja erfolgt. Im Gegensatz dazu, wir wissen es, der US-Dollar hier im Zyklus einer Zinsanhebungsphase. Allein das spricht natürlich hier schon für eine tendenzielle Schwäche, obgleich die Leitzinsdifferenzen hier immer noch auf positiver Seite vom Australdollar liegen. Das heißt, der Leitzins ist hier höher. Insofern gibt es hier positive Rollover- und Swap-Zinsdifferenzen. Aber was macht der Preis selber? Wir sehen hier, dass seit 2016 mehr oder weniger so eine Bodenbildung hier erfolgt ist. Das Handelsjahr 2016 sehr, sehr zäh hier im Wochenchart-Intervall. Es gab dann hier auch nochmal Rücksetzer und das ist sehr, sehr interessant gewesen hier in die Zone 0,7180, 0,7170. Hier fand der Ostrat oder sozusagen eine Art Doppelboden. Und jetzt sehen wir eben hier, dass es zum Abschluss des letzten Jahres hier im Dezember, Schrägstrich insbesondere seit Januar, steil bergauf ging und wir auch hier ein signifikantes Support-Level im Bereich 0,74, 75 wieder zurückerobern konnten. Die aktuelle Handelswoche sehen wir hier. Der Chart zeigt uns, dass die Woche mit Schwäche geprägt war, durch Schwäche geprägt war. Der Wochenabschluss wird es jetzt mal zeigen, ob da noch was passiert. Newstechnisch haben wir heute Nachmittag das Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Erste Veröffentlichung, das kann spannend werden. Die Prognose hier leicht unter der letzten, also leicht, was sage ich hier, viel deutlicher unter der letzten. Sollte es hier eine positive Überraschung geben, dann kann das hier durchaus starke Impulse auf US-Dollar-Seite geben, also hier Schwankungen 14:30 Uhr durchaus einkalkulieren. Dann auch hier Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter natürlich auch eine wichtige Indikation. Und abschließend der Konsumklimaindex der Uni Michigan. Das wird mal gespannt sein zu beobachten, was da heute Nachmittag noch passiert. Wenn wir uns den Chart anschauen, wie gesagt, haben wir grundsätzliche Fortsetzungstendenzen auf der Oberseite. Hier ein Widerstandslevel bei 0,7625. Das sollte man hier berücksichtigen. Und deswegen gehen wir jetzt mal in den Tageschart, um uns das Bild ein Stück weit genauer anzuschauen. Wir haben eine Tendenz, die wir unlängst schon einzeichneten, infolgedessen, dass wir hier durchaus weiteres Aufwärtsmomentum sehen. Seit Beginn dieser Handelswoche setzte sich dieser graduelle Fall nach oben jetzt nicht weiter fort, aber wir haben hier diese Abwärtstrendlinie im Prinzip durchaus noch als Ziel auf der Oberseite, zudem eben hier auch das Widerstandslevel um 0,7715 wartet. Das ist ein sehr, sehr signifikanter Bereich. Hier gab es auch vor der Trump-Wahl im letzten Jahr im November hier einen Fake-Ausbruch nach oben, bevor dann hier ein signifikanter Ausverkauf erfolgte. Dann hier auch die im Wochenchart eben ersichtliche Unterstützung hier aus den Tiefs vom Frühjahr. Sehr schöner Doppelboden und jetzt sind wir eben in der gegenwärtigen Situation, dass es durchaus weiter hochgehen kann. Gestern gab es Schwäche. Heute sehen wir hier aktuell einen Doji, eine Unsicherheitskerze. Man darf jetzt mal gespannt sein, ob die Banken hier jetzt zum Wochenende die Situation drehen, beziehungsweise hier es dann einen positiven Impuls gibt. Wir haben hier Intraday ein interessantes Pattern vorliegen. Das schauen wir uns gleich im Stundenchart an. Fuzzy-Vektorlogik lässt hierbei grüßen. Grundsätzlich aber könnte ich mir gut vorstellen, dass wir zum Wochenausklang entgegen der Fuchs hat es vielleicht schon gesehen von Ihnen, entgegen der Wochentagsstatistik. Diese besagt nämlich hier insbesondere von 7 bis 22 Uhr einen negativen Schlusspreis, den negativsten überhaupt, nämlich mit nur 42% positiver Schlusspreis. Und wenn wir uns den Overall View angucken, also hier den 24-Stunden-Handel, sieht es sogar noch schlimmer aus. Da sind wir nur bei 38% positiver Schlusspreise. Sehr, sehr negativ der Freitag. Hingegen der, haben Sie auch gerade gesehen, der Montag sehr bullisch reinkommt, also hier zum Wochenauftakt. Sie sehen es, Montag der bullischste Tag, Dienstag, Mittwoch schwächt es sich ein bisschen weit ab, um dann hier letztlich am Freitag im ja, klar negativen Tag zu landen. Jetzt haben wir diese Woche, und das ist auch interessant zu sehen, einen völlig anderen Verlauf. Ja, Wochenauftakt war noch legitim und sportlich, will ich sagen, aber dann fing es eben an hier zu bröckeln. Also der starke Montag fand seine Bestätigung, aber die restlichen Tage eher schwach. Jetzt könnte es zum Wochenende hier vielleicht aber doch eine Überraschung geben. Warum? Der Wochentag passt nicht, das ist unschön. Es wäre sehr gut, wenn wir da auch denselben Kontext hätten. Grundsätzlich aber, wenn wir hier keine signifikanten Rücksetzer machen, und wir sehen hier einen Bereich, den wir gerade auf Tagesbasis sogar schon gut definieren können, aber auch jetzt dann auf Stundenbasis kurzfristiger mal eingrenzen. Moment, so hier.
So, eine grüne Zone draus, das löschen wir mal. Und da haben wir es im Prinzip. Wenn wir hier nicht signifikant unter 0,75 zurückfallen, sieht das eigentlich ganz gut aus, dass der Markt hier doch wieder nach oben drehen kann und sozusagen hier nur einen kleinen Korrekturimpuls vollzog. Also vom aktuellen Niveau aus hier Attacke an diese Trendlinie bleibt weiter zu favorisieren, gegebenenfalls sogar 0,7715 etwa dieser Widerstandsbereich. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Warum? Wir haben zwar einen schwachen Wochentag, aber wir haben eine saisonal sehr positive Verlaufstendenz, die hier eine Unterstützung findet mit dem Chartmuster. Und da sehen wir im Prinzip hier, dass es eigentlich stringent nach oben gibt. Ein direktes Seasonal Pattern nach statistischer Auswertung liegt leider nicht vor. Aber wir haben hier mit Blick auf die letzten Jahre, über das letzte Jahrzehnt hinaus, hier auf jeden Fall bis zum Februar hinein, bis Mitte Februar, eine grundsätzlich aufwärtsgerichtete Tendenz, die im Prinzip den Bias einer weiteren Aufwertung fortsetzt. Da muss man natürlich gespannt sein, ob der Dollar auch weiter Schwäche zeigt. Aber das sieht gut aus in meinen Augen. Der Australdollar also hier mit einem bullischen Bias. Schauen wir jetzt mal vom Tag in die Stunde in den Intraday-Bereich. Für Sie, die hier im Intraday-Bereich ja, Ihre Chancen suchen und wittern, kann man hier relativ schnell auch den Supportbereich identifizieren. Sie sehen das sehr, sehr schön. Das ist eine Zone, die ist definitiv wichtig. Jetzt muss ich das nochmal kopieren, weil irgendwie will er die Markierung nicht übernehmen. So, jetzt haben wir es. Hier schöner Supportbereich, ganz, ganz signifikant. Australdollar auch von diesem Bereich jetzt nach oben gekommen. Wir notieren allerdings noch unterhalb des Pivot Points, der heute bei 0,7542 liegt. Und unterhalb dieses Pivot Points bleibt es eben ein Stück weit mit Vorsicht zu betrachten, das Ganze. Nichtsdestotrotz haben wir, wie gesagt, von der FTSE-Vektorlogik einen bullischen Bias. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal hier. 537 Erscheinungen sprechen für einen sehr, sehr starken Freitagsabschluss. Das Pattern hier, wie gesagt, mit Blick auf die letzten Tageskerzen veranschaulicht, dass wir hier heute nach oben laufen können. Das technische, theoretische Tagestief ist schon deutlich, ja, deutlich in Anführungszeichen, aber einige Pips, rund 20 Pips unter dem eigentlichen Niveau, wie hier prognostiziert wurde. Aber was wir sehen auf der Oberseite, wird ein Niveau von 0,7616 erwartet. Das ist hier wirklich sehr, sehr stark, würde auch hier die gestrigen Tageshochs sogar überwinden. Das kann heute 14.30 Uhr durchaus knallen. Hat die Kristallkugel hier sozusagen die Weisheit dessen, dass der Dollar aufgrund der BIP-Daten, die hier veröffentlicht werden, 14.30 Uhr etc. Zusammenbricht? Wird spannend heute auf jeden Fall technisch und statistisch gesehen haben wir hier wirklich eine gute Chance, dass der Australdollar hier nach oben aufdreht. Insbesondere dann natürlich auch, wenn der Dollar schwächelt, Euro, Britisch Pfund und alle anderen Währungspaare, die in US-Dollar gehandelt werden. Aber mit dem Pattern im Rücken, Wind, sieht das beim Australdollar wirklich gut aus. Das muss man mal abwarten, wie sich jetzt das Ganze hier fortsetzt. Grundsätzlich, da kommen wir eben auch schon zum Einzeichnen, oberhalb des Pivot Point wird es interessant. Je früher man einsteckt, desto unsicher natürlich, ob es wirklich gelingt. Aber 0,7616 wäre ein theoretisches Hoch. Tief dann wieder im Bereich 0,75 würde man mal hier mal als Pullback sozusagen einzeichnen. Wir haben, wie gesagt, Wochenabschluss. Und de facto sollte es nicht neue Tagestiefs geben, wenn wir den 0,7515 rund und auch diese Support-Szene hier eben unterschreiten, neues Tagestief machen und hier Support Level 1 anhand des Pivot Points unterschreiten, ja dann, denke ich mal, hat sich das für heute erledigt. Das kann, wie gesagt, 14.30 Uhr alles recht schnell gehen. Man will hoffen, der Markt gibt einem hier noch gute Chancen, aber grundsätzlich hier der Australdollar sehr, sehr interessant heute. Und wenn man sich die Chance-Risikoparameter mal von den Niveaus her anschaut, wenn man jetzt einsteigen würde, wäre es natürlich wesentlich interessanter. Also neue Tagestiefs sollten zwingend vermieden werden. Definieren wir das eben mal als Risiko und hier die entsprechende Chance, wenn es bis 0,7616 hochgeht, ist das wirklich eine sehr, sehr komfortable Situation, die sich hier eröffnet und wir dürfen gespannt sein, ob der Markt eben hier in diese Richtung bläst. Es bleibt spannend. Ich denke, der Australdollar bietet heute möglicherweise Chancen, wenn es denn hier dann auch Volatilität gibt. Wir wollen hoffen, dass es nicht abebbt. Ansonsten, wenn wir hier, wie gesagt, neue Tagestiefs sehen, wird es schwierig oberhalb des Pivot Points steigen, aber die Chancen, dass wir einen positiven Tag entgegen der Wochentagsstatistik sehen. So dann, es wird spannend, meine lieben Zuschauer. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Freitagsabschluss. Ihr Christian Kämmerer, auf bald, beste Grüße und bis dahin.